Hi, ich bin Peter Geltehardt und ich stelle euch heute die British Pedal Company Vintage Series Dallas Rangemaster und Dallas Rangemaster Veritone Treble Booster vor. Der British Pedal Company Dallas Rangemaster und Dallas Rangemaster Veritone aus der Vintage Series sind detailgetreue Nachbildungen eines der bekanntesten Effekte der Welt, des Dallas Rangemaster Treble Boosters. Erstmals im Jahre 1965 produziert, wurde der Rangemaster von vielen der weltweit angesehensten Gitarristen verwendet, darunter Eric Clapton, Tony Iommi, Rory Gallagher, Brian May, Mark Bolan, Ritchie Blackmore und viele mehr. Der Dallas Rangemaster wurde ursprünglich entwickelt, um die Signalstärke auf dem Weg von der Gitarre zum Verstärker anzuheben und die Höhen im Signal zu boosten. Der Bedarf für einen Treble Booster entstand Mitte der 1960er Jahre, als britische Röhrenverstärker dazu neigten, bei Übersteuerung einen etwas dunklen, matschigen Sound zu erzeugen, insbesondere wenn sie mit Humbucker-Tonabnehmern gespielt wurden. Obwohl der Rangemaster als Treble Booster konzipiert wurde, können die Vintage-Komponenten in der Schaltung eine charakteristische Verzerrung erzeugen und dem Signal zusätzlich harmonische Obertöne geben. Die Kombination mit vielen klassischen britischen Verstärkern führt zu einem satten, fokussierten Drive-Sound, der mehrere Generationen prägte und bis heute geschätzt wird. Der Dallas Rangemaster Veritone hebt das traditionelle Treble Booster Design auf ein völlig neues Level. Mit der Einführung einer neuen, linearen Verstärkungsschaltung und eines modifizierten Tone Setup bietet der Treble Booster Musikern einen variablen Frequency Selector in 11 Stufen, der es ermöglicht, den perfekten Sweet Spot für den Boost und den Frequenzbereich einzustellen. Es ist der perfekte Effekt, um bereits übersteuerte Verstärker mit einem kraftvollen, tighten Punch in die Sättigung zu bringen. Der Veritone nutzt einen speziell hergestellten OC75-Transistor, der für die optimale Leistung über den kompletten Frequenzbereich von Hand ausgewählt wurde. Thank you.
Beide Effekte kommen in der klassischen Amplifier Topcase-Version mit einem Gehäuse aus gefaltetem Metall. Der Rangemaster kommt in Silverhammer Ride und der Veritone in Black and White Finish. Beide Effekte haben einen 6,3 mm Klinkeneingang auf der Frontseite und ein 6,3 mm Monoklinken-Output-Kabel auf der Rückseite. Der Bypass-On-Off-Schalter sitzt auf der Frontseite und es ist ein Hardwire-True-Bypass. Beim Rangemaster haben wir einen Regler für Boost und beim Rangemaster Veritone einen Frequency-Selector-Drehschalter mit 11 Stufen. Im Inneren befindet sich beim Rangemaster der OC44 Germanium-Transistor, der die oberen Mitten und die Höhen im Signal boostet, beim Veritone der speziell hergestellte OC75-Transistor, der Gainstruktur und Tone verändert. Die Stromversorgung geschieht nur via 9-Volt-Batterie und die Stromaufnahme ist ca. 6 mA. Im Vergleich würde ich sagen, dass der Rangemaster ein Stück lauter ist und vielleicht deshalb auch aggressiver wirkt. Der Veritone ist flexibler und wirkt ein bisschen weicher. Ich finde, mit dem Veritone kann man auch wunderbar einen Clean Amp formen, während man den Rangemaster vielleicht noch besser nutzen kann, um einen Clean Amp in den Breakup, in die Verzerrung zu bringen. Beide von den beiden funktionieren wunderbar mit verzerrten Amps und selbst mit einem amerikanischen Amp, wenn man eins von den beiden davor schaltet, kriegt man wunderbare britische Vintage-Rock-Sounds hin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.